was man sagen könnte. Die zweite Mannschaft haben wir gerade auch noch gesehen mit einem sehr, sehr schönen 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers. Also auch die wieder auf der Siegesstraße nach zuletzt ein paar Spielen, wo es eben nicht so lief, wo man dann ganz knapp teilweise die Spiele verloren hat oder eben dann auch gegen Bochum 0:0, was schon wirklich ein Erfolg war, wie ich finde. Liebe Leutchen, fast eine 900, also das nimmt schon fast Tottenham-Form an. In der Liga so einen starken Konkurrenten zu haben, das ist natürlich teilweise einerseits Fluch, aber auch ein Segen. Denn das bedeutet natürlich dann teilweise dann auch für dich, dass du dich permanent auf einem hohen Level bewegen musst, um was zu erreichen. Und es sind ja nicht nur die Bayern, es sind ja auch Mannschaften wie Schalke hier auf Platz 4. Oder Wolfsburg oder Köln, das sind auch alles Europapokalteilnehmer, die dabei sind. Die natürlich auch dann Erfahrung sammeln können und sich weiter steigern können mit dem Geld, was sie da verdienen, natürlich auch dann mehr investieren können, bessere Spieler holen können. Das ist alles so ein Kreislauf, deswegen bin ich auch ganz happy, ich habe es ja auch vor kurzem schon mal erklärt, wenn wir Spieler haben, die wir nicht mehr brauchen, dass wir die national abgeben. Aber momentan haben wir keinen, den wir abgeben wollen. Kimmich und Paulsen, das waren ja die Transfers, wo es wirklich Sinn gemacht hat. Ansonsten gehört wirklich jeder hier, der jetzt noch da ist, zum absoluten Stamm. Und das sind dann halt nicht nur 11 Spieler, was ich mit Stamm bezeichne, sondern 18 bis rund 20. Ne? Die Bremer, wie sieht es denn da aus? Platz 8. Da stehen sie momentan. Und ich denke, Hamburg sah ja hier nicht so schlecht aus. Es sah ja hier nicht so schlecht aus bislang. Platz 2 in der Liga. Jetzt allerdings der natürliche Rückschlag, gegen den Zweitligisten rauszufliegen im Pokal. Das kann dir dann so ein Selbstvertrauen wieder ganz, ganz schnell ruinieren. Und jetzt im Duell mit dem kleinen HSV aus Hannover, die 96er nur auf Platz 14. Ja, und da sehen wir die Mannschaft, da fehlt irgendwo einer. Gerade gesehen. Ach, das ist der Stöcker. Der Stöcker, der runter ist, wieder in die zweite. Ja, wir gucken erstmal bei den News. Da ist nämlich ein bisschen was los hier. Ja, das ist immer noch so, dass der Engelke angeschlagen ist. Also können wir nicht einsetzen. Noch nicht einsetzen. Aber ich glaube, nee, immer noch nicht. Und hier oben haben wir eine Meldung vom 18. Da sieht es immer noch so aus. 3 Wochen für Stendera. Wie verhext die ganze Geschichte? Ne? Es verletzt sich einer und derjenige, der reinkommt, der nutzt es. Haben wir ja gerade hier bei Afdiay gesehen. Mit der beste Mann am Platz gewesen. Gegen Schalke. Freut mich. Wie gesagt, dass das geklappt hat mit dem Heimspiel im Pokal. Daniel Milicevic hat sein Trainingsziel erreicht. Da müssen wir natürlich dann nochmal gerade das anpassen. Die Ballkontrolle mittlerweile auf einer 53. Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Was haben wir denn noch hier? Ist ein Innenverteidiger. Die Kopfballpräzision. Das ist so ein bisschen verwirrend ausgedrückt, wie ich finde. Früher hat es, glaube ich, auch einfach nur Kopfball geheißen. Jetzt ist es Präzision. Ob das wirklich jetzt nur für den Stürmer wichtig ist, kein Plan. Die Schnelligkeit kann man mal rausnehmen auf 71. Das reicht, wie ich finde. Dann lieber die Sachen, die noch unter 70 sind, die wichtig sind, dann in den Fokus stellen. Ist alle Spieler bekannt. Und das können wir auch gerade mal ändern. Das können wir auch gerade mal ändern hier. Das ganze Gedöns, da kennen wir jetzt mittlerweile jeden von. So, das kommt weg. Brechen wir ab und ja, der kann sich dann, glaube ich, den das Blickfeld vornehmen. Das konnte ich aber immer anders einklicken, glaube ich. Das müsste hier gewesen sein, ja. So, der müsste jetzt das Blickfeld machen. Nächster Gegner, national ist es Quatsch. Da kennen wir sowieso alles. International kennen wir mittlerweile auch jeden von Ajax, von Sevilla und von Tottenham. Dass man das nicht unbedingt machen muss. Mike Stöcker zurück in der Reserve. Patrick Linde, ach gut, das ist aber kein Stammspieler bei uns. Sehr, sehr viele Trainingsziele wieder. Das geht jetzt wieder schneller, weil das Trainingsziele sind, die bei denen natürlich weiter unten angesiedelt sind, wo du normalerweise schneller die erreichst. Als wenn das jetzt oben ein 70er Wert ist oder teilweise sogar ein 80er Wert. Und da kommst du dich dann viel, viel schlechter hin und es dauert einfach länger.
382 hat er mittlerweile, genau 221, 16 Millionen Marktwert. Da muss ich gerade mal nachgucken, ob sich das jetzt verändert hat. Aufgrund der Geschichte, dass er natürlich jetzt genau, dass er jetzt da länger Vertrag hat. So, haben wir das auch gemacht. Und ja, da freue ich mich einfach drüber. Jetzt hat er es eintrainiert. Also jetzt ist nichts mehr mit 99%. Er müsste, nee, muss er nicht. Er hat den rechten Fuß. Also im Prinzip ist es sogar besser, wenn er rechts steht als links. Da hat er eine 4, das ist auch super ordentlich. Wenn er rechts spielt, dann muss ich das nur ändern, weil er ist eher defensiv, dass man in der Taktik das anpasst. Weil der rennt jetzt noch ziemlich weit vorne rum. Das war ja damals noch von Steffen Lang eingestellt gewesen. Andererseits denke ich mir dann, warum soll ich das ändern? Warum soll ich das ändern, wenn es ja so auch klappt? Wenn er... Das kann man raus hier, scheiße Mann, Deckung. Die Fähigkeit, die wichtigen, da haben wir ja mit Sicherheit was Besseres. Hier, kurzer Pass ist auf einer 89. Vielleicht noch den langen da reinnehmen, aber wir haben mit Sicherheit auch noch irgendwas Schlechteres, die Beweglichkeit. Dass man das mitnimmt. Zweikampf, das ist genial schon auf einer 86. So, dann macht er erstmal das. Und dann gucken wir weiter. Oder jetzt mal gerade Robustheit 90. Ausdauer ist Wahnsinn. Kann der sonst noch irgendwas hier? Oder muss der sonst irgendwas können? Ballkontrolle, guckt euch das an, als Innenverteidiger eine 82 zu haben. Torriecher, Fernschüsse, Volleys ist Quatsch. Langer Pass, 79 auch. Weil ich habe hier eigentlich nichts zu maulen. Ich habe hier eigentlich echt nichts zu meckern. Lukas Nagel, Stufe 2. Der schwache Fuß. Bei ihm muss ich mir auch was überlegen. Was ich jetzt da ab dem Winter mache. Vielleicht für ein halbes Jahr. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier aussah. Bester Mann Markgraf. 3:1. Sie haben 2:0 geführt. Stöcker hat da mitgemacht. Und dann das 2:1 kassiert und dann Danz Eisen in der 76. mit der Entscheidung. Von den Noten her, Danz Eisen mit einer 1,0 mit Sternchen. Markgraf mit einem Tor, mit einer Vorlage. Genial. Und wenn ich den Torwart hier so sehe, den Nicolo Degano, dann kann ich mir vorstellen, dass die wieder sehr, sehr viel auf die Kiste bekommen haben. 11 Möglichkeiten. Wieder mal ein sehr, sehr hoher Wert beim Ballbesitz. Überhaupt keine Chance. Hat zwar lange gedauert, bis wir das 1:0 gemacht haben, aber dann auch mit Nachdruck. Wir gucken gerade rein, wo die Jungs stehen. Mittlerweile auf Platz 8 wieder einstellig mit 26 Punkten. Und es sind, ja, mittlerweile sind 17 nach unten. Alle wieder im Kollektiv verloren, von Platz 16 bis Platz 20. Also, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das war ja das, was ich wollte. Wenn es eben darum ging, die jungen Spieler zu fördern. Wie beispielsweise dann hier nochmal jemanden hochzuziehen oder eben Janel da mal sitzen zu lassen und dafür den Svela spielen zu lassen mit 17. Das kann man alles mal machen. Weil da sind wir uns einig. Also da müsste schon viel passieren, wenn die jetzt nur absteigen. Was ich ganz gerne euch mal zeigen wollte, das war hier die Statistik der Senkrechtstarter. Das hier gehört jetzt nicht dazu, aber den Umfang hier. Das klappt ja sehr, sehr gut bei uns, aber manchmal stellt es sich auch wieder zurück. Deswegen hier lieber mal reingucken. Und ja, das sollte passen. Jemand hatte mir mal geschrieben, ich sollte es so machen, dass man hier bei 71-80% nur 20 macht und hier unten alles 0. Ich will das mal probieren. Wenn es nicht funktioniert oder wenn es falsch ist, dann schreibt er mir das mal. Also, vielleicht hat es dann nochmal einen positiven Effekt auf uns, obwohl es sogar auch nie schlecht ist, wenn man sich das jetzt mal anschaut hier. Ne, die Frische, ihr seht es ja, wie es aussieht. Es könnte natürlich dann schlecht sein für die Fitness, wenn man das so macht. Der Jochen mit einer Form von 15 muss jetzt wieder rein. Wattensturm da vorne. Eine 87 Werner, eine 83 Seitz, die sind beide 21. Ein Afdiay kann man auch noch dazu nehmen, mit einer 82 ist auch 21. Heftig. Also das ist eine Generation. Jonas und eben vorne das Trio im Sturm. Waldschmidt kann man auch noch dazu nehmen. Stendera ist auch 21. Das ist wirklich großartig. Dann die 22-Jährigen mit Engelke, mit Gnabry, mit Sire und Kempf ist auch 22. Also ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Spaß an der ganzen Sache. Nicht noch sehr, sehr viel. Ja, so wie ich das sehe, der Mike Stöcker, der muss noch ein bisschen rumspringen. Aber ich wollte ja eigentlich auch mal ganz gerne dem Jakob Leiner die Chance geben, dass der für dieses Spiel mal mitkommt.
Oder wir können noch sagen, 26. Was ist das? Wann kommt da das nächste Spiel hier? 22, 26. Ja, das könnte gehen, ne? Bis inklusive Hamburg. Aber so lange wollte ich eigentlich nicht so gerne. Ich habe es ja erklärt, damit der dann auch die Spiele immer mitmachen kann wie die zweite. Deswegen dann lieber so. Schritt für Schritt das Ganze dann machen. So, Janel, Svela auf der Bank. Und ich denke mal, dass der auch Svela einwechselt, wenn es eben dann Sinn macht. Ihr seht, ich habe immer noch keine Bilder, so blöd wie ich bin. Nee, ich war eben bei den Senkrechtstartern. Dass nämlich da jemand von uns das Ganze schon wieder anführt, ist nicht unbedingt eine Verwunderung. Das ist Vasiljevic mit plus 5. Aber auch der Schalker hier scheint sehr interessant zu sein. Der Michiel Groth, 19 Jahre alt, aus Holland. Bin jetzt nicht sicher, ob wir da schon mal drauf waren, auf ihm, auf der Statistik. 5,25 Millionen vom Feyenoord Rotterdam. Jetzt im Sommer. Und das hat sich gerechtfertigt. Der hat jetzt schon das Doppelte an Marktwert oben drauf gepackt, ne, was er vorher gekostet hat. Das kann sich sehen lassen. Da haben wir noch Seitz. Da ist Jakobsen. Isa. Hayrettin Isa. Ne, der kommt von Stuttgart aus der Jugend. 9 Millionen hat Schalke da bezahlt. Da seht ihr schon, also wenn du das gut angehst, wenn es irgendwo alles Sinn hat, dann kannst du mit so Transfers wirklich was rausholen. Selalem für Köln, Stark für Köln. Da haben wir dann Kempf, Afdiay, Toljan, Akpoguma ist noch da als Waldschmidt. Marvin Duksch, Gerhard hier von Köln. Der nächste Schalker. Und Ducak von Dortmund ist auch noch dabei, plus 2, aber plus 5 ist natürlich schon Wahnsinn. Also die beiden hier und dann der Gross für Freiburg im Tor. Ja, das ist so ein bisschen wie Jonas damals, aber wenn man das Alter mal anguckt, der Jonas hat ja mit 17 ja schon diese Werte gehabt. Aber das könnte natürlich für Freiburg trotzdem ein neuer Baumann werden. Überhaupt keine Frage, wenn der die Chance bekommt, weiterhin da zeigen zu können, was er kann, dann sehe ich da gar kein Problem mit. Ich habe hier immer noch diese Pfeife sitzen. Das müsste in der B-Jugend sein. Diese Fluppe, den wir da damals mitgenommen hatten. Carsten Lassocker, hier haben wir ihn. Ja, nimm sie dich weg. Das ist klar. Nach Hause schicken. Und zwei Spiele habe ich noch, die wir umbenennen müssen. Wo ich jetzt aber gerade mal überlegen muss. Der Peter Linka, das ist klar. Das ist der erste. Ich glaube, ich muss hier gar nicht gucken bei den News, weil es wird ja mal gelöscht. Nein, das sehe ich nichts mehr. Da sehe ich nichts mehr. Kann ich jetzt nur noch hoffen, dass sich das irgendwie wieder einklingt. Also gut, den können wir schon mal machen. Den können wir schon mal umbenennen. So, er hat dann auch lange gewartet auf seinen Spieler. Jan ist der Name. Logischerweise, das Marvin Krause, den hatte ich schon. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, er war das, der Fasulis, der Grieche. Das müsste er gewesen sein. So, Option, Spielername ändern. So, der Name wird ein bisschen länger. Das ist übrigens ein Namensvetter von mir. So. Gerade mal kurz gegafft, ob da alles passt. Ob da alles stimmt. Dominik Streiselberger. Guter Rechtsverteidiger. Ne, der wird sich aber strecken müssen. Ne? Klar, Jason Reimann ist ja auch in seinem Alter. Hat einen halben Talentstein mehr. Und die beiden werden sich dann kloppen. Ich weiß nicht, wir können höchstens gucken, ob er links könnte. Ja, das ginge. Bei Reimann mal gucken. Vom Fuß her. Der ist besser vom Fuß her. Also könnte man versuchen, den auf links zu bekommen. Dass wir den auf links bekommen. Beweglichkeit kann weg. Und dann lieber hier den linken Verteidiger. Wo ist es denn? Eine 97, das ist ja ein Klacks. Das ist ja wirklich ein Klacks für so einen Spieler. Problem könnte eben sein, dass er jetzt noch nicht spielt. Also wird es wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Und jetzt natürlich hier auch keinen Mentor mehr hat, der da passen würde. Gut, sagen wir, Lindas macht es. Dann ist es in Ordnung. Natürlich braucht Jian Jan dann noch einen ordentlichen Mentor. Oh, Privatlehrer, das wäre besser. Definitiv, er macht zurzeit die Sprungkraft. Dann könnten wir sagen, Sauer, weil Sauer ein Torwart ist. Ne, ist der Keeper der zweiten Mannschaft. Ähnlich natürlich wie die Youngster hier sehr, sehr früh schon dann nach oben gekommen. Wenn man Talent hat, dann packt man das. So, den Liner müssen wir natürlich noch mitnehmen. So. Kann ich ihm irgendwas sagen?
Kann mal gucken. Ich gebe im Training alles. So, kommt sehr gut an. Und somit, ich gehe davon aus, dass wir den einsetzen werden, aber ich stelle mir die Frage, wo, weil die nächsten vier Spiele schauen nicht so aus. Bayern, Sevilla, dann Hamburg, auswärts, Wolfsburg und dann vielleicht gegen wen, vielleicht am 3.12. So weit ist es ja nicht mehr weg, dass auch der sein erstes Spiel machen wird, wie ja schon seine Kollegen vorher. Die versprechen, ich muss mal gerade reinschauen, was haben wir denn bei ihm gesagt, langsam ans Team rangeführt. Ein paar Spiele hat er ja gemacht. Kurzansätze, das könnten wir mal sagen. Logischerweise, ne, wenn es irgendwo mal Sinn macht, dass man den Jonas mal schont, wenn man hochführt. Das glaube ich dann schon. Okay, Stendera, das dauert noch ein bisschen. Das dauert leider noch ein bisschen, bis er wieder da ist. Hatte ich ja so große Hoffnung reingehabt, dass der jetzt wirklich der Knoten platzt. Aber naja, dann kam eine Verletzung dazu. Bei ihm müssen wir, glaube ich, mal sagen, dass er das runterschrauben soll. Wobei, ja, erstmal das hier. Die Geschichte mit der Robustheit. Besser wär's. Florian Reger. Höhere Ziele, was will er? Ja Gott, mit 16 will sich verbessern. Das ist eigentlich gut. Da soll man nicht zu viel machen. Da soll man wirklich nicht zu viel machen. Svela. Der soll den schwachen Fuß mal schonen. Und schulen. Ich glaube, da verspreche ich mich jedes Mal. Jedes Mal. Ich sag, glaube ich, jedes Mal, er soll den schonen. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon so. Kevin Volland. Ne, Ginter wollen wir nicht mehr. So, torreicher Freund hier, Gnabry. Und dann haben wir jetzt noch ein Gespräch, was ich aber nicht brauche, weil danach ist Montag. Das ist Käse. Dominik Jordan. Höhere Ziele, gut trainiert. Strudig. Gut trainiert. Ja, das Problem mit dem fair bezahlen, das kennen wir ja. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal angreifen demnächst. Ich schleim den mal ein bisschen voll. Der hat ja jetzt gerade auch gespielt. Die paar Minuten gegen Stuttgart, was ihm natürlich auch wieder helfen wird. Wo ist er denn? Der läuft bis 2020. Der hat 925.000. Ist, glaube ich, fast der einzige, den man hier fast als näheren Stammspieler, genäher Vasiljevic auch noch, die unter einer Million verdienen. Bei ihm versuchen wir das jetzt mal anzugehen. So. Er hat sportlich kein Interesse, bei uns zu verlängern. Er hört sich das nur an, weil er ihre finanziellen Möglichkeiten kennt. Arschkeks. Unglaublich. Normalerweise würde ich ja so einen nicht so gerne dann weiterhin verpflichten. Weil ich habe ganz gerne Leute, die sich auch für mich dann wirklich reinhängen, für den Verein reinhängen, für die Fans, für das ganze Drumherum, das ganze Umfeld. Naja, aber man kann nicht immer nur, man muss auch schon mal dann ein bisschen an die Schmerzgrenze gehen und das kann ein Publikumsliebling werden natürlich. Das Alter ist da, die Stärke ist da. Natürlich einige Male spielen. Nationalspieler kann der locker schaffen, deswegen das nehmen wir mit. Ich mache aber nur 2 Jahre. Hier ein bisschen was. Wenn ich sage ein bisschen, meine ich das auch. Ja, so 250.000 passt, glaube ich. Obwohl es auch wieder eine Summe sein dürfte, wo ihr dann sagt, dann kannst du auch gerade sein lassen. Die Erhöhung, wir nehmen das mal mit 8%, weil das ist jetzt nur wirklich nicht so viel. Oder lieber 6, weil 8% ist vielleicht doch ein bisschen hoch. Option für uns, Auflaufprämie 4, 5. Meisterprämie von mir aus 45 und das muss ich noch nicht machen. Da ist der Vertrag noch nicht zu hoch, ne, mit 2,4 Millionen. Ich könnte ja mal 2 mal am Anfang hier. Wir fangen mal 2 an und dann sollte es eigentlich gehen. Ja, mit 19, 2 Millionen, ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist das Doppelte, also im Prinzip verdoppelt das ganze Ding. Und wir können da noch ein bisschen nachlegen. Das ist wichtig zu sehen. Der Vasiljevic, das läuft bis 2021. Ich glaube, da können wir noch nicht. Das ist nämlich noch länger als 3 Jahre. Ich guck mal gerade. Ja, genau, das geht dann noch nicht. Das müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, der hat auch noch nicht gemeckert. Der hat noch nicht gemeckert, der Typ. So, was war noch? Was war noch? Ich habe einen Scout gemacht. Ich habe den Typen aus der Jugend rausgeschmissen. Ich habe die Spieler umbenannt. Alles perfekt, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ja. Im Prinzip können wir reingehen ins Spiel. Im Prinzip können wir uns das ganze Ding angucken. Es wird natürlich jetzt hart gegen die Bayern. Ne, die werden uns da oben runterschmeißen wollen. Momentan haben sie 5 Punkte Rückstand. Sie werden natürlich jetzt nicht kopflos ans Messer rennen, weil die wissen genau, wenn sie jetzt dieses Spiel verlieren, oh, Engelke ist wieder fit anscheinend, wenn sie jetzt dieses Spiel verlieren, dann
könnte das natürlich dann schon ganz früh in der Saison kritisch werden. Dann wären das nämlich nicht nur 5 Punkte, sondern gleich 8. Und das wird dann, glaube ich, auch nicht den Jungs à la Sammer, à la Rummenigge gefallen. So, das müsste man tauschen. Und jetzt ganz wichtig, ich hatte es ja gesagt, hier bei den Anweisungen für den Toljan, steil gehen ist natürlich absoluter Quatsch. So, Vorstöße nicht so viel. Also ich glaube dann eher 40, weil der eher defensiv ist. Und hier dann auch eher 40. So. Das ist natürlich leider Gottes, ja. Es ist fast verschenkt, wenn ich mir die Werte angucke bei ihm. Hier, was rennt der nach vorne? Das ist unglaublich. Der Anthony, der ist, glaube ich, eher offensiv. Flügelspieler. Dann soll der steil gehen. Dann machen wir es einfach anders. Dann machen wir das einfach anders. Dann geht er. Wenn das nicht funktioniert, wenn ich dann merken sollte, dass der Toljan schlechte Noten hat oder so, dann kann ich es ja wieder ändern. Oder dann ist vielleicht doch seine Stärke mit vorne. Und die Schnelligkeit auszuspielen, eben überall zu sein. So, der muss natürlich dann ein bisschen mehr zurück, ist klar. Jetzt haben wir einfach quasi jetzt einfach mal getauscht, das ganze Gedöns. Was müssen wir ihm in den Anweisungen noch sagen? Positionstreue können wir dann hier mal auf 60 gehen. Und die Vorstöße auch. So. Tackling 70%. Steil gehen. Ja, kann der dribbeln? Wahrscheinlich eher weniger. Als Defensivspieler. Ja, super. Super, wir hatten hier überhaupt Distanzschüsse. Wer kann denn? Schusskraft 89. Was hat der Jochen? Wo ist er? Na, das ist anscheinend ein bisschen verschoben hier. Der hat 89. Also beide könnten eigentlich mal ein bisschen Distanzschüsse machen, oder? Der Strafraumstürmer, was ist der Jochen? Beziehungsweise der Timo auch. Ja, ich lasse es mal. Das ist natürlich jetzt ein System, was sich bewährt hat. Nur eben an dieser einen kleinen Stelle dann jetzt ein bisschen aufgeweicht wurde. Oder die Seiten gewechselt wurden. Vergleich. Aufstellung kennen wir. Na, das haben die schon länger auf dem Kasten. Es ist kein 70er drin. Es ist definitiv kein 70er drin. Bei uns haben wir 2 70er. Das sind einerseits Geis und Vasiljevic. Also ein bisschen die Achse. Das könnten die natürlich versuchen auszunutzen. Hier mit Groß, mit Müller, Mandzukic, vielleicht Diekmeyer mit nach vorne. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir werden, ich glaube, das nicht ändern. Flügelspiel ist klasse, ich lasse das stehen. Und jetzt geht's darum, denen hier ein bisschen was in die Hand zu geben. Es ist das Spitzenspiel in der Bundesliga national in der Hinrunde, natürlich. Gegen den FC Bayern, Abseitsfalle, alles gut. Ja, wir können nichts verlieren, wir können da oben nicht runterfallen. Wenn Hamburg gewinnt, sind sie einen Punkt dahinter. Wenn Bayern gewinnt, sind sie dann eben auch 2 hinter uns. Aber es hat kein Mensch erwartet, dass wir zu dem frühen Zeitpunkt der Saison hier den ganzen Laden anführen würden. Mit einer Stärke von 899 gehen wir rein. Wir machen einen Textmodus gegen die Bayern zu Hause. Und ich glaube, das machen wir auch gegen Sevilla. Vielleicht dann Hamburg 3D. Mal schauen. Wenn sich genug melden von euch, die es gerne sehen möchten, dann wird es auch so gehandhabt. Also denn, macht's gut, euer Baumi.